Herzlich willkommen zum Hintergrundmagazin hier auf TV1. Die Läufer und Läuferinnen vom 14. LGT Alpinen Marathon sind bei traumhaftem Wetter mächtig in die Schweiz gekommen. Unter den schnellsten sind wieder bekannte Gesichter gesehen. Fast schon traditionell ist der Schweizer Patrick Wieser als erstes ins Ziel gelaufen. Genauso bei den Frauen mit der Jasmin Nunike. Beim Halbmarathon heissen Gewinner Alexander Kerber und Britta Müller. 5, 4, 3, 2, 1. Patrick Wieser, Gratulation zum Sieg heute, bereits zum vierten Mal. Was ist das für ein Gefühl? Danke, es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man hier im Alpun oben als erstes Ziel laufen kann. Und vor allem bei diesem traumhaften Wetter ist natürlich genial und es freut mich umso mehr, dass es jetzt zum vierten Mal schon geklappt hat. Es ist schon relativ warm, war es nicht auch ein Problem gewesen? Ja, lieber, wenn es schön ist, wenn es regnet und schneit und von dem her dürfen wir sich nicht beklagen. Und zum Laufen ist es eigentlich super gewesen, ja. Wie bist du zufrieden mit der Zeit? Die Zeit war für mich das, ja, eher sekundär gewesen. Ich wollte mein Rennen durchlaufen und gehofft, dass es für den Sieg lange natürlich oder zumindest für den Podestplatz. Und jetzt ist es mit dem ersten Rang natürlich tiptop aufgegangen. Du schnaufst gar nicht. Hast du dich gut vorbereitet in dem Fall? Ja, natürlich muss man sich vorbereiten. Und ja, jetzt im Ziel, da muss man sich wieder runterfahren. Und von dem her ist es natürlich gut. Und jetzt kann man geniessen und es tiptop so. Ja, Ralf Bilchmeier, zweiter Platz. Wie bist du zufrieden heute? Tipptopp, super gegangen, super Wetter, mein Lauf konnte ich durchziehen, keine Beschwerden, es war schlässig. War es nicht etwas zu warm gewesen? Ja, ich esse gerne so. Grundsätzlich würde ich schon sagen, eher grenzwertig, aber das Problem ist, dass man sich nicht daran gewöhnt ist. Aber ich esse gerne, warme Schweiz nicht so stark, ja. Und von dem her, es ist gut fürs Gemüt halt auch. Für dich war es sicher auch etwas Spezielles gewesen, weil du gerade aus der Region bist, aus Buchs. Ja, es sind zwei Faktoren. Das eine ist, dass es aus der Region ist, das hast du recht gesagt, das ist so. Und das andere ist, ja, ich habe die letzten zwei Jahre nicht unbedingt so glückliche Rennen da abgeliefert, ein bisschen Pech gehabt unter Umständen auch, und jetzt wirklich so eine offene Rechnung begleichen auf dem huren Happy. Ja. Umso schöneres Gefühl jetzt. Definitiv, ja. Erschöpft, müde, aber glücklich. Ja, Josef Vogt, dritter Platz im LGT Alpine Marathon. Wie bist du zufrieden? Sehr zufrieden. Ja. Ich habe ja in den vergangenen Jahren häufig Top 10 Platzierungen erreicht, bin zweimal Vierter geworden, bin vor einigen Jahren sogar auf den letzten 300 Metern noch vom dritten Platz verdrängt worden. Von dem her hat sich für mich da ein bisschen ein Kreis geschlossen. So ein bisschen Belohnung fürs lange Warten sozusagen? Ja, vielleicht. Vielleicht auch Belohnung für jahrelanges Training. Aber also grundsätzlich ist es einfach immer schön, den Marathon fertig zu laufen, ins Ziel zu kommen, gutes Ziel zu kommen. Und heute war für mich auch klar, ich kann keine persönliche Bestzeit laufen. Für das war es einfach viel zu warm. Und habe mich dann wirklich auf Platzierung konzentriert. Und habe dann gesehen, im Schlussabstieg von der Alpe Bradamée hatte ich 2-3 Minuten Vorsprung. Gehabt und habe es dann wirklich geniessen können, ins Ziel zu laufen. Ja, Michele Bonne, noch ein bisschen aus der Puste. Starker Vierter bist du geworden. Wie bist du zufrieden? Ja, ich bin eigentlich schon sehr zufrieden. Am vierten Platz. Ja, das ist schon sackstark eigentlich. Wie ist es gelaufen während dem Rennen? Ja, es ist eigentlich gut gegangen soweit. Ein bisschen Probleme mit den Bauchmuskulaturen, vor allem abwärts. Aber sonst ist es soweit gut gegangen, ja. Die Kräfte eigentlich recht gut eingeteilt. Ja. Wetterverhältnis, wie ändert ihr passt heute? Ja, es sollte halt so zwischen der letzten Woche und zwischen dieser Woche sein, das Wetter. Genau, also letzte Woche war noch alles gefroren. Heute ist es recht warm. Ja, es war schon ziemlich warm. Fast ein bisschen zu warm in dem Fall? Ja, schon fast ein bisschen, ja. Aber er ist gut gemeistert in dem Fall. Man ist mal durchgegangen, ja. Super, danke vielmals. Oh, danke. Gratuliere. Jasmin Nünisch, zum dritten Mal Siegerin hier, herzliche Gratulation. Hättest du das erwartet, dass du dreimal nacheinander gewinnen kannst?
Nein, erwartet. Ich hatte eher einen schwierigen Frühling, bin wirklich nicht fit gewesen. Ja. Und für mich war es jetzt eine Standpunktposition in der Ehre. Und darum bin ich umso glücklicher mit dem Sieg und sehr gute Zeit. Ich habe mich sehr gut gefühlt und es ist natürlich super, wenn wir dreimal nacheinander gewinnen dürfen. Das Wetter war heute relativ warm. Hat dir das gepasst? Ja, ich bin sonst eher, habe lieber, wenn es nicht ganz so warm ist, aber es war noch nicht so heiß drückend, es war einfach gerade Limit, aber ich denke, für die Zuschauer und die Helfer und Funktionäre ist es super so. Macht auch Spass, auch nachher ist natürlich ganz eine andere Stimmung. Super Atmosphäre hier im Zielraum. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich habe es gesehen, vor 2 Jahren hat es fast geschneit, ja. Da ist natürlich jeder verschwunden und auch für die Organisatoren, also dort weiss ich noch, vor 2 Jahren sind Kinder irgendwo im Schneesturm und haben die verpflegt und ja. Ich glaube, jetzt haben sie es wirklich schöner heute. Ja, Alexander Kerber, Gratulation zum Sieg. Wie fühlen Sie sich so kurz nach der Zielankunft? Schön, herrlich, perfekt. Was haben Sie für einen Eindruck gekriegt von der Landschaft da? Ja, also ich muss ehrlich sagen, wenn man so den Berg aufläuft, mit voller Konzentration, und voller Pulle, kriegt man nicht so wahnsinnig viel von der Landschaft mit. Aber das, was ich gesehen habe, war schön. Vor allen Dingen der Schluss, die 4 Kilometer bergab, da hat man dann ein bisschen Zeit, nach unten zu schauen, und das ist sensationell schön. Ja. Ja. Bist du Ihnen persönlich gelaufen im Lauf heute? Ja, ich war mir nicht sicher, ob ich nach den 10 Kilometern nicht zu schnell angegangen bin und wusste nicht, was mich am Berg erwartet. Aber schlussendlich ging es wirklich gut, schön gleichmäßig, Rhythmus gefunden, nach den 10 Kilometern Gang zurückgeschaltet. War schön. Ja. Umso größer ist jetzt die Freude im Jahr. Absolut, absolut, ja. Ein Rennen gewinnt man nicht jeden Tag. Ja, Britta Müller, herzliche Gratulation zum Sieg. Wie sind Sie zufrieden mit der Leistung heute? Ich wollte eigentlich den Marathon machen, aber ich hatte Probleme unterwegs vom Fuß her. Hab dann gedacht, jetzt darf ich einen guten Halbmarathon. Von dem her bin ich sehr zufrieden. Vor allem, weil so Läuferinnen wie Corinne und Tanja dann auch hinter mir waren und auch raus sind. Ich denke, es ist nicht einfach zum Laufen heute. Es ist sehr heiß, aber das liegt mir normal. Ich habe mich auch gut gefühlt, nur mein Fuß macht nicht mit. Dann gehe ich lieber raus und ja, ist gut so. Ist Ihre erste Teilnahme hier? Ich weiß nicht, wie viel Mal ich schon teilgenommen habe und jedes Mal den Marathon bin ich gelaufen. Okay. Schon öfters, macht mir sehr viel Spaß hier. Einfach gefällt Ihnen die Gegend hier? Sehr gut, jawohl. Christoph Willinger, der LGT Alpine am Marathon dieses Jahr neigt sich langsam am Ende zu. Wie ist man zufrieden? Oh, sehr zufrieden. Wir haben wirklich tollen Anlass gehabt, glaube ich, heute, kann man sagen. Die Teilnehmerzahl ist sehr in Ordnung. Das Wetter ist keine Frage, glaube ich. Es ist für alle heute wirklich eine Freude gewesen. Für jeden Helfer. Ich habe keinen Zwischenfall, keinen grossen Zwischenfall mit rübergekommen. Es ist wirklich, glaub. Das Wetter war immer ein bisschen das Thema. Es heisst, es sei vielleicht ein bisschen zu warm. Wie siehst du das? Ja, es ist total schwierig. Die einen Läufer passen es besser, wenn es warm ist. Die anderen Läufer passen es besser, wenn es eher kalt ist. Und dort kann man es eben niemand zurecht machen. Hingegen der Helfer, dort kommt das Wetter nur entgegen und gar nicht anders. Machst du das auch gerne nächstes Jahr wieder? Auf alle Fälle. Solange unsere Truppe so toll ist und so fest mitmachen, machen wir das gerne. Danke vielmals, merci. Ordentlich laufen konnten nicht nur die Läufer und Läuferinnen bei den beiden Marathon müssen. Auch die Spieler der Fußballnationalmannschaft haben auf dem Rasen ordentlich Dampf geben müssen. Das ist auch belohnt worden mit einem starken Auftritt vom Liechtensteiner Nationalteam. Die Mannschaft von René Pauric spielt daheim gegen die Slowakei 1:1. Der Martin Büchel hat die Liechtensteiner schon nach 13 Minuten in Führung gebracht. Auf eine starke erste Halbzeit hat dann leider eine weniger starke zweite Halbzeit mit dem Ausgleich für die Slowakei gefolgt. Der Spielbericht von Jan Stärker.
Martin, nach dem Polenspiel haben wir uns schon unterhalten. Da war es dein erstes seit langer Zeit über 90 Minuten wieder. Heute das zweite und gleich ein Tor geschossen. Das zweite Endspieltor. Erzähl. Ja, erzähl. Ich muss sagen, ich bin sehr schwer ins Spiel gekommen. Ich habe brutal Mühe gehabt. Die letzten zwei Tage sind wir von Polen zurück mit dem Heuschnupfen. Ich habe eigentlich fast keine Luft gehabt. Ja, und dann irgendwie bin ich dann plötzlich vor dem Goal gestanden, haben sie dann gemacht. Dann haben wir sehr die zweite und die dritte Luft gegeben und einfach wollen den Punkt oder zuerst natürlich der Sieg haben wir probiert über die Runde zu bringen und nachher haben wir gewusst, okay, jetzt halt mindestens der Punkt und ja, ich glaube, jeder ist voneinander gegangen. Es ist eine super Teamleistung. Ja, beide Halbzeiten sind wahrscheinlich ein verdienter, also auf jeden Fall ein verdienter Punkt. Erste Halbzeit eher klar besser, zweite ein bisschen vielleicht zu passiv? Ja, es ist immer, also ich glaube nicht, dass wir unbedingt passiv sind. Man muss einfach bedenken, ja, was wir heute für eine Mannschaft auf dem Platz haben, ich glaube, ja, der Altersdurchschnitt ist heute bei 24 auf dem Platz und ja, der Schnitt hier, die meisten Spieler spielen in der ersten Liga bei Balzers oder Escher und wir haben jetzt heute nicht einen Haufen Profis auf dem Platz gehabt, darum muss man schon ein bisschen realistisch sein und ja, ich denke jetzt nicht, dass wir zu passiv sind, überhaupt nicht. Irgendwann lässt halt Kraft nach. Und der Dienstag hat uns natürlich auch einen Haufen Substanz gekostet, habe ich auch gemerkt. Aber eben, mit den Punkten im Visier hat uns das trotzdem noch die letzte Reserve rausgekratzt. Ivan Quintans, Glückwunsch. 1-1 gegen die Slowakei. Ein hochverdienter Punkt aufgrund der ersten Halbzeit, kann man so sehen, oder? Also meiner Meinung nach liegt mehr drin. Ich bin immer noch überzeugt, dass wir gewinnen hätten sollen. Sie haben auch Druck gemacht, verständlicherweise. Sie brauchen unbedingt die drei Punkte, aber wir sind eigentlich nie wirklich gross unter Gefahr gewesen. Erste Halbzeit, richtig stark gespielt, nach vorne stark gespielt, Chancen rausgespielt. Was gefehlt hat, vielleicht das 2-0 zu machen? Ich glaube, die Überzeugung ein bisschen. Wir sind es nicht gewohnt, dass wir auch mal gut mitspielen können. Und wir müssen viel mutiger auftreten, wie wir es gesehen haben in der ersten Halbzeit. Wir haben viel bessere Chancen gehabt wie sie. Wir müssen drei Goal müssen wir schiessen. Wurde Halbzeit ein bisschen zu tief gestanden, dass der Druck immer größer wurde? Das ist normal, wir waren nervös, wir sind ein kleines Land, wir sind gegen den Favoriten im Spielen. Einer von den Favoriten aus der Gruppe. Wir haben nicht hinten nie stoßen, aber leider, und es ist noch gut gegangen. Du musstest nach 24 Minuten von der rechten Seite in die Innenverteidigung rein, der Mario Fick war verletzt. Umstellung groß für dich gewesen? Ja, schon, weil du bist fixiert auf einen kleinen Flinker und dann musst du ruhiger Mitte abwarten. Du musst den Mario ersetzen, der sehr ruhiger Partner im Kauf gespielt hat. Aber zum Glück ist alles gut gegangen. Und dann musst du hier neben Daniel Kaufmann spielen? 1A Kaufi. Haben wir klar geregelt, tipptopp. Daniel Kaufmann. 1-1 gegen Slowakei. Erträumt? Gehofft? Ja, gehofft schon, ja. Wir hoffen immer, dass man etwas holen kann, einen Punkt oder auch gewinnen kann. Wir haben eine gute Vorbereitung gemacht, wir sind zuversichtlich ins Spiel gegangen. Und ich habe mir gedacht, dass heute wirklich etwas drin liegt. Wir haben schon in Polen haben wir ein gutes Spiel gehabt, vor allem defensiv. Und jetzt haben wir auch noch vorne Akzent gesetzt und ja, wir sind, ich denke, belohnt worden heute. Ja. Erste Halbzeit richtig gut gespielt, nach vorne Chancen rausgespielt, die Slowaken kaum zur Geltung kommen lassen. Hat da vielleicht das zweite noch gefehlt, dass man dann auch die drei Punkte hier lässt? Ja, ich denke schon, ja, man kann nicht viele Chancen über die, die man über kann, sollten wir auch mal nutzen. Eine haben wir gemacht, leider nicht die zweite, sonst wäre es vielleicht anders rausgekommen. Aber ich denke, ja, dass wir verdient den Punkt geholt haben. Schade, haben wir nicht drüben geholt. Trotz der Druckphase von der Slowakei in der zweiten Halbzeit standet er eigentlich auch richtig gut hinten. Außer bei der einen Ecke. War es ein bisschen überrascht gewesen, weil sie kurz ausgeführt wurde? Ja, ich denke, ja, wir haben ein bisschen geschlafen, habe ich das Gefühl gehabt. Wir sind nicht hell wach dort am Eckball. Und es wird halt auf dem Niveau wird halt jeder kleine Fehler bestraft. Micky Haas, herzlichen Glückwunsch. 1-1 gegen die Slowakei. Ein riesiges Spiel. Ja, ist eigentlich auch so. Ich glaube, erst Halbzeit haben wir eine hervorragende Partie gemacht. Wir sind dort schon weit weggegangen, haben den Abschluss gesucht. Das war wirklich ein super Spiel von unserer ersten Halbzeit. Die zweite Halbzeit ist dann, ja, sind wir ein bisschen müde gewesen, sind wir dann eher ein bisschen hinten drin gestanden, haben wir aber trotzdem probiert nach vorne zu spielen. Ist es nur mal so gelungen, aber haben, glaube ich, doch noch zwei, drei Schüsse gehabt. Erste Halbzeit Chancen rausgespielt, vielleicht das zweite Tor gemacht, dass es zum Sieg hat gereicht? Wir hätten müssen probieren, das zweite Goal zu schiessen. Ich glaube, dann hätten wir es auch mit der Defensivleistung geschafft, um den Sieg über die Bühne zu bringen. Ja. Die zweite Halbzeit ein bisschen zu weit hinten drin gestanden, oder war der Druck zu groß einfach dann? Ja, vielleicht haben wir uns selber ein bisschen Druck gemacht, aber wir haben den Sieg unbedingt wollen. Wir wollen hinten gut stehen, kein Goal bekommen. Und wir konnten noch das zweite probieren zu fahren. Es ist nur so gelungen wie in der ersten Halbzeit, aber ich glaube, wir können stolz sein auf den Punkt. René Pavic, große Strahlen im Gesicht, zu Recht. Absolut. Mir fehlen noch immer die Worte jetzt, aber
pauschalob an die Mannschaft. Eine Riesenleistung von allen. Also, es hat aber abgezeichnet in Polen, wo wir bereits defensiv sehr gut gestanden sind. Und wir haben gewusst, wir kennen in der Offensive mehr und das haben wir heute gezeigt. Warst du selber überrascht von der Spielstärke der Mannschaft, gerade in der ersten Halbzeit, wo man sich auch richtig viele Chancen rausspielte und auch richtig gut Fußball spielte? Nein, bin ich nicht. Das ist genau das, was ich mir erwarte. Und die Jungs haben Selbstvertrauen, die können alle Fußball spielen. Und das haben sie heute gezeigt. Gegen einen Gegner, der Nummer 54 in der Weltrangliste ist und um seine letzte Chance gespielt hat. Das muss man mal bedenken. Ein bisschen Angst gehabt, nachdem der Mario Frick raus musste nach 24 Minuten. Und was hat er genau? Was er genau hat, weiß ich nicht. Ein Muskelfaserriss, einen ziemlich schlimmen Muskelfaserriss. Im ersten Moment war es sicher ein Schock, weil er einen riesen Rückhalt gegeben hat, auch schon in Polen. Aber wie man gesehen hat, fühlen sich die anderen nahtlos in die Mannschaft ein. Zweite Halbzeit ein bisschen sehr unter Druck geraten. War die Mannschaft da zu tief gestanden oder hat auch die Kraft ein bisschen nachgelassen? Da geht es immer um die Kraft und daran müssen wir einfach arbeiten. Zweiter Punkt, und zwar im zweiten Spiel in dem Jahr, in der Quali spielen. Jetzt hat man das nächste zu Hause wieder. Großer Gegner, aber ich glaube, mit der Leistung kann man auch was holen. Ja, soweit denke ich wirklich noch nicht voraus. Wir haben heute noch ein Riesenfest, glaube ich, und wir genießen das. Das hat die Mannschaft auch wirklich verdient. Das ist TV1 Hintergrundmagazin. Sportlich geht es aber gleich weiter mit dem TV1 Talk. Zu Gast dort ist der Franz Gassner im Gespräch mit der Alexa Seger. Der Walserweg ist das Thema und gleich ein super Tipp für alle, die jetzt selber Lust auf Bewegung gekriegt haben. Ich bedanke mich fürs Interesse und wünsche viel Vergnügen beim Talk.